Hallo, mein Name ist Frank und ich bin der Trainer in unserer Online Academy. Und aus gegebenen Anlass, weil mich immer wieder viele Kunden auf diese Thematik ansprechen, möchte ich heute einmal das Thema Kennwörter oder insbesondere halt eben das Thema Kennwortmanager, ja, oder Passwortmanager, wie man es halt eben in Fachausdruck, sag ich mal, so hört, möchte ich genau dieses Thema einmal etwas näher vorstellen und euch zeigen, dass es doch gar nicht so kompliziert ist, sich verschiedene Passwörter für verschiedene Dienste zu merken. Beziehungsweise heißt zu merken, ihr braucht euch das gar nicht merken, sondern wenn ihr eine Synology habt, dann könnt ihr in der Regel halt eben das Ganze auch eurem Gerät überlassen, dass euer System für euch arbeitet und sich diese Passwörter für euch alle merkt. Wenn es um das Thema Passwörter geht, ja, sind die meisten Menschen so ein bisschen einfallslos. Ja, denen fallen halt eben da keine komplexen Passwörter ein. Und die meisten sind sogar so faul, dass sie sich ein einziges Passwort mal ausdenken und das für viele Dienste dann nutzen. Für viele Online-Dienste. So hat halt eben Amazon, eBay, PayPal und die Bank haben dann teilweise sogar immer das gleiche Passwort. Das ist natürlich, sage ich mal, bequem, gar keine Frage. Aber ich sage mal, das ist mit Sicherheit nicht die beste Lösung. Ganz im Gegenteil, weil wenn dann einmal da jemand das Passwort gestohlen hat, wenn das mal in einem Datenleck irgendwo aufgetaucht ist, und das passiert ja relativ häufig, dass solche Datenlecks halt im Internet irgendwo im Darknet auftauchen, ja, dann ist das Geheule natürlich groß, weil der Hacker, ja, der ist natürlich nicht dumm, der wird natürlich gucken, ob er nicht eventuell mit dem Passwort auch in andere Online-Dienste reinkommt und da an die Daten drankommt. Und das könnte dazu führen, dass unterm Strich ihr eventuell mal ausgesperrt werdet oder vielleicht einem Identitätsdiebstahl, sage ich mal, auf den Leim geht. Und das ist natürlich mega lästig und das kann teuer werden. Ja, viele Kunden machen es natürlich anders und nutzen einfach irgendeine Excel-Tabelle und schreiben sich dort tausende von URLs und Passwörter auf. Vom Grundsatz her auch eine gute Lösung, na klar, aber sehr mühsam, sehr aufwendig. Ihr müsst darauf achten, dass diese Tabelle halt eben immer ordentlich gepflegt wird. Wenn ihr irgendwo ein Passwort ändert, müsst ihr das Passwort auch wieder ändern. Ja, und wenn die Tabelle mal kaputt geht, dann tut es natürlich weh. Gut, in der Regel hat man natürlich von dieser Tabelle auch ein ordentliches Backup, aber auch da muss man halt eben gucken, dass das Backup auch wirklich funktioniert. Und manche Menschen, die nutzen sogenannte Passwortmanager. Da gibt es ja im Internet, wenn ihr mal recherchiert, gibt es da tonnenweise Passwortmanager von allen möglichen Firmen. Einer davon ist zum Beispiel auch Bitwarden Passwortmanager. Das System verspricht, dass ihr praktisch euch nur noch ein einziges Passwort merken müsst, und zwar damit ihr in euren Passworttresor hineinkommt. Ja, und anschließend habt ihr Zugriff auf alle Passwörter, die ihr jemals dort gespeichert habt. Dann gibt es auch so ein paar Plugins und ein paar Tools, damit ihr das Ganze mit eurem Browser auch kombinieren könnt, damit dann die Zugangsdaten, wenn ihr auf die Telekom-Webseite geht oder wenn ihr bei der Bank euch einloggen möchtet, damit diese Daten halt eben dann aus dem Bitwarden-Manager abgerufen werden und gleich in das Anmeldeformular eingetragen werden. Und da gibt es auch Unmengen von Anbietern, die diese ja meistens Cloud-Lösungen anbieten. Und da kommen wir schon zu dem Punkt Cloud-Lösung. Das heißt also, diese Daten, also sprich eure Passwörter, befinden sich trotz alledem erst einmal im Internet auf irgendwelchen Servern. Wo genau? Das hängt vom Anbieter ab, das kann man so im Vorfeld gar nicht genau sagen. Und dafür gibt es natürlich eine viel einfachere Lösung, eine viel bessere Lösung, die bei den meisten Synology-Anbindern tatsächlich funktioniert. Ihr müsst einfach mal schauen bei euch in eurer Synology, ob in eurem Modell der Docker oder zumindest der Container Manager, so heißt das jetzt unter DSM 7.2, ob das unterstützt wird. Wenn das unterstützt wird bei euch, habt ihr schon mal eine technische Voraussetzung erfüllt, um euren eigenen Passwortmanager, und zwar den Wautwaden, installieren zu können. Wautwaden ist sozusagen ja die eigene Variante oder die Variante zum selber Hosten auf seiner eigenen Synology. Es gibt dafür einen speziellen Docker-Container, den man sich installieren kann und hat vom Funktionsumfang her keinerlei Einschränkungen. Im Gegenteil, das ist dann vom Grundsatz her das gleiche, als wenn ihr euch bei Bitwarden, bei dem Anbieter selber, ein Konto anschafft. Da müsst ihr allerdings dann etwas für bezahlen und ihr könnt das Ganze mit all dem Funktionsumfang für euch gleich kostenlos nutzen. Das funktioniert natürlich nicht nur mit einem einzelnen Computer, das ist ja keine Kunst, sage ich mal ganz einfach. Das funktioniert natürlich
natürlich auch mit mehreren Computern, mit mehreren Browsern und sogar auch mit mehreren Benutzern. Und das ist natürlich spannend. Stell dir mal vor, du hast irgendwie eine Firma mit 3 Mitarbeitern und hast, ich sag mal, was weiß ich, sage mal 3, 4, 500 Passwörter. Kommst du wahrscheinlich gar nicht mit aus. Ich habe auch noch mehr Passwörter. Ich habe in meiner eigenen Datenbank hier etwas über 1400 Passwörter drin. Worauf ich aber hinaus wollte, das war ja die Geschichte mit der Organisation. Also sprich, dass ich für meine Firma auch bestimmte Passwörter für bestimmte Logins bereitstellen kann. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass der eine oder andere Benutzer oftmals in Amazon oder vielleicht auch nach ja, andere Dienste ganz einfach, die ich halt eben auch nutze, dass er da auch oftmals rein muss und dafür haben wir natürlich dann entsprechende Zugangsdaten, die ich eingerichtet habe. Früher war es oftmals so, dass die Leute mich dann gefragt haben, kannst du mir mal den Login von dem Anbieter geben oder von dem Anbieter geben? Bei uns sind es meistens halt eben Online-Shops von den Distributoren. Ja, und die Passwörter habe ich natürlich alle hier. Ich habe da den Zugriff drauf. Musste die dann immer weitergeben. Das haben wir mittlerweile gelöst. Ich habe mir auch den Bitwarden installiert, allerdings als selbstgehostete Anwendung auf meine eigenen Synology. Und jetzt ist es halt eben so, dass wenn ein Benutzer ein Passwort benötigt, dann hat er das Passwort schon genau in seinem Bitwarden bzw. genau in seinem Browser. Wenn er also dann sich tatsächlich bei dem Distributor einloggen muss, dann braucht er halt eben nur einmal sein Bitwarden oben öffnen, kann nach dem Anbieter halt eben suchen oder im besten Falle erkennt das System sofort, dass er auf dem Login ist und zeigt dann die Login-Daten sofort an. Und das Besondere daran ist, ich kann das natürlich ganz genau steuern, welcher Benutzer tatsächlich welchen Login sehen darf. Das kann man sehr gut organisieren und das demonstriere ich euch in meinem Online-Kurs. In meinem Online-Kurs zeige ich euch, wie ihr diesen Bitwarden auf eurer, oder besser gesagt, Mautwarden, so heißt es ja dann in der Sekunde, wie ihr diesen Mautwarden mit dem Docker-Container auf eurer Synology einrichten könnt. Die Voraussetzungen, die ihr dafür benötigt, sind eigentlich relativ simpel. Ihr müsst gucken, dass ihr tatsächlich ein System habt, was den Docker-Container unterstützt oder unter DSM7 halt eben den Container-Manager. Ihr braucht eine IPv4-Adresse an eurem DSL-Anschluss, wenn ihr dort nur einen DSL-Lite-Anschluss habt oder so einen DSL-Tunnel-Anschluss, dann wird das Ganze sehr kompliziert, weil ihr bräuchtet nach Möglichkeit einen Zugang von außen, damit das halt eben auch von unterwegs aus funktioniert. Wenn ihr also mit dem Smartphone oder mit dem iPad unterwegs seid in einem anderen Netzwerk und dort auch mal eben schnell auf ein Login, also sprich auf ein gespeichertes Passwort zurückgreifen möchtet aus eurer eigenen Synology, dann wäre es natürlich ratsam, dass ihr auch von außen irgendwie auf diesen Passwortmanager zugreifen könnt. Ja, wenn ihr möchtet, das muss aber nicht unbedingt sein, dann könnt ihr natürlich auch eure eigene Internetseite dazu nutzen, ja, um halt eben diese URL für den Bitwarden-Manager oder besser gesagt Mautwarden, ja, um halt eben diese URL, sage ich mal, etwas anzupassen, damit die etwas schöner aussieht und vor allen Dingen, damit die auch von der Öffentlichkeit her nicht gesehen wird, beziehungsweise ja, versteckt wird, so will ich mal einfach ausdrücken. Das ist aber keine Pflicht, wie gesagt. Ich zeige euch aber das in beiden Richtungen. Also ich zeige euch einmal, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr einen Reverse-Proxy nutzen möchtet mit eurer eigenen Domäne. Und wie das Ganze funktioniert, wenn ihr keine eigene Domäne habt, wenn ihr das Ganze in Anführungsstrichen ohne die Verbindung mit eurem Internetanbieter oder mit eurem Domain-Anbieter halt eben einrichten möchtet. Ja, wenn ihr euch dafür interessiert, dann geht einfach mal auf meine Webseite, da schaut mal nach dem Punkt Online-Kurse, da findet ihr diesen Bitwarden-Kurs und ich kann euch das nur empfehlen, das ist auf jeden Fall eine deutlich bessere Alternative als das Ganze in Unmengen von Excel-Tabellen oder irgendwelchen Textdokumenten oder ähnliches zu halten. Und es, wenn es einmal installiert ist, wirklich kindereinfach und es lässt sich auch dem technisch nicht ganz so versierten Mitarbeiter erklären, wie das System eingesetzt wird. Man muss es halt eben noch einmal installieren, das ist so ein bisschen aufwendig, aber das zeige ich euch ja Schritt für Schritt in meinem Online-Kurs. Gut, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal, euer Frank, ciao.